Hi und herzlich willkommen zu meinem Video. Heute geht es um Bücher. Ja, wartet mal einen ganzen Moment. Jetzt habe ich ein kleines Problem entdeckt. So, entschuldigt. Ich habe gerade folgendes Problem entdeckt. Bei Büchern bringt es euch nicht, wenn ich euch nur die Highlights-Geschichten zeige. Weil, ja, ist ein bisschen doof. Ja gut, also. Das erste Buch, das ich euch habe, ich habe euch nur Kochbücher, weil ich persönlich, ich bin keine Leserin. Habe ich euch ja schon mal im Video erklärt. Ich lese nicht gerne. Aber Kochbücher sind toll. Und mein erstes Buch, das ich euch heute empfehlen kann, ist One Pot Meals. Da geht es um Gerichte, die man in einem einzigen Topf zubereiten kann, ohne dann noch einen Zusatztopf zu brauchen oder so. Einfach um zum Beispiel, hier haben wir ein Spaghetti-Spargel. So, wartet. Ich versuche es euch so hinzuheben, dass ihr das Rezept dann gleich lesen könnt. So. Gut. Und das sind dann solche Rezepte und die macht man in einem einzigen Topf und braucht keinen zweiten Topf. Und das ist halt zum einen unglaublich praktisch, weil es Geschirr spart, aber zum anderen sind die Rezepte auch wirklich gut und lecker. Ja, dann mein zweites ist One-Pot-Pasta. Für mich gibt es nichts, was über Pasta geht, weil ich bin total der Pasta-Liebhaber. Und da ist dasselbe Prinzip, dass ihr einfach alles in einem Topf zubereiten könnt. Und ja, da werde ich euch jetzt mal einfach das erste Rezept, das Grundrezept zeigen, damit ihr einfach mal, falls es euch interessiert, so dass ihr dann da die Rezepte mal nachkochen könnt und gucken könnt, welches, ob euch eins liegt oder nicht. Und wenn es euch liegt, könnt ihr ja dieses Rezeptbuch dann zum Beispiel auch verschenken. Und ja, das ist dann so eine Idee, die ich so hatte, weil ich da dann halt. Oh, mein Magen knurrt. Wenn ich umgeben bin von diesen ganzen Sachen, dann knurrt mein Magen. Ja, jetzt kommen wir zu zwei Büchern, die sind aber nicht auf der Liste, weil habe ich nicht gefunden. Und ja, ich habe es probiert, aber irgendwie habe ich die in dem Moment nicht gefunden. Aber ich werde euch dann den IAN-Code einfach in die Kamera zeigen, dann könnt ihr es dann so versuchen zu finden. Dann gibt es vielleicht das im örtlichen Buchhandel. Man muss ja nicht immer nur Amazon bestellen. Es gibt auch örtliche Buchhandel. Ja, und das ist zum einen eine Form 50 Muffins. Das hat mir mein großer Bruder geschenkt und daraus habe ich schon unglaublich viele Muffins gebacken und ja, meine Familie ist da total happy, dass ich das Buch habe, weil seitdem, mein Papa hat jetzt seitdem ein leichtes Bäuchlein. Ich gebe es zu, ich habe ihn da etwas gemästet. Ups. Also, ich habe das eben, ich koche eben sehr unglaublich gerne und deswegen werde ich euch hier jetzt einfach mal die Wiener Muffins als Rezeptbeispiel zeigen. Immer schön warten, damit auch wirklich. Also, ihr könnt ja dann immer auf Stopp drücken und so. Also, ja. Und ein. Ah! Fast vergessen. Und hier ist der IAN-Code. Ja, wartet. Na gut, das ist jetzt so. Na gut. Ich hoffe, jetzt sieht man, man hat die zumindest halbwegs gesehen. Wenn nicht, findet man die Bücher meistens auch einfach unter dem Titel. Ja, dann, was ich habe ja vor ein paar Wochen angefangen, weil es eben gesünder sein soll, Dampf zu garen. Und deswegen habe ich mir da auch ein Buch geholt. Und ich muss sagen, ich bin einfach von den Büchern von dieser Sorte, Gräfin und. Entschuldigt, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie diese Bücherreihe heißt. Oh, Gräfin und. Ach, Gräfin und irgendwas. Die G und U sind ja zum Glück alle groß beschriftet. Und von diesen Büchern bin ich schon immer sehr, sehr begeistert gewesen. Und ja, die Rezepte sind auch immer so, dass man es gut versteht und dass man es einfach machen kann. Weil ich habe ja damals angefangen mit Kochen, ohne dass ich Hilfe hatte, groß. Weil meine Mutter war damals nicht so kochaffin und meine Oma war schon zu dem Zeitpunkt woanders hingezogen. Und deswegen musste ich mir das Kochen selber beibringen. Und diese Bücher haben mir da sehr geholfen, weil die oft auch sehr detailliert sind und man immer vorne sieht, wie das Rezept aussehen soll.
Und seit neuestem kann man da auch in die App, gibt es eine App dazu, und da kann man sich dann auch die Rezepte für unterwegs mitnehmen, also ohne dass man das Buch schleppen muss. Und das ist jetzt eins der Rezepte, wie immer, ihr wisst ja, so handhaben wir das hier jetzt gerade. Und jetzt kommen wir zu dem Buch, das ist jetzt wieder in der Liste. Und dieses Buch ist auch ein bisschen was Besonderes, weil ich kann euch sagen, das Buch verschenke ich dieses Jahr tatsächlich auch. Ja, dieses Buch ist Pizza und Flammkuchen. Und, oh mein Gott, ist das lecker. Entschuldigt. Ich liebe es. Also, mein Gott, ich wünschte, man könnte einfach die Sachen aus dem Buch rausziehen und dann so mampfen. Das ist so wirklich. Ja, also Pizza und Flammkuchen ist das Rezeptbuch. Und ich werde euch jetzt einfach mal ganz uncharmant heute einen 24-Stunden-Pizza-Rezept. Also hier ist jetzt unser Rezept, das wie immer. Da ist nämlich das für die 24-Stunden-Pizza-Teig. So. Alle, die jetzt einen größeren Bildschirm haben, sind jetzt ein bisschen im Vorteil, aber nun gut. Und das sind so diese Kochbücher, die ich euch dieses Jahr total ans Herz legen kann. Und die auch wirklich gut sind und auch geschmacklich finde ich die unglaublich lecker. Aber Geschmack ist nun mal eine Sache, die ist streitbar. Und ja, gut. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da werde ich euch dann jetzt endlich dieses Harvest Moon, die Harvest Moon Review geben und euch da auch ein paar Tipps geben, falls ihr dort mit dem Spiel anfangen wollt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn noch so für Bücher habt. Ihr wisst ja, wir versuchen uns auf diesem Kanal alle gegenseitig zu helfen, so gut es geht. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die Welt.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.